Liebes Schweizer Volk, du musst mir helfen. Ich hatte Albtraum. Wütende Leute wegen Maßnahmen. Wütende Menschen sind in mein Büro eingedrungen, haben mich bedroht mit Baseballschläger. Haben mir gesagt, ihre Firmen können nicht überleben. Und dann würde ich auch nicht überleben, haben sie gesagt. Sie haben gesagt, ich solle kritische Experten auch einladen in meine neue Beraterstab. Nicht nur solche, die Lohn haben von ETH oder von Kantone oder sonst öffentlich an, sondern unabhängig. Unmöglich. Die ganze Kontrolle würde uns aus den Händen gleiten, nicht wenn wir nicht mehr Herr über die Zahlen wären. Und da, es war schrecklich. Und dann haben sie meinen Chef-Pandemiologen, den Daniel Koch, haben sie mitgenommen als Geisel. Er ist jetzt irgendwo in einem Loch voller Viren. Kurz vor der Pensionierung. Unglaublich. Und dann sind sie gegangen, haben Türe geknallt und ich bin aufgewacht. Ja, was sehe ich denn da im Internet? Aha, Manifestation auf dem Bundesplatz. Unglaublich. Sag von Polizei, gemäß bundesrätlicher Verordnung ist es im Moment verboten, Versammlung und Kundgebung abzuhalten. Das hier taxiert Polizei als unbewilligte Veranstaltung in dem Sinn. Wir können euch darum jetzt auffordern, den Platz zu verlassen. Ansonsten sind wir uns gezwungen, den Platz polizeilich zu räumen. Ah gut, Polizei greift ein, Polizei sagt Versammlung verboten und räumt den Platz. Das ist sehr gut, haben Sie gut gemacht. Das ist eine Versammlung, die machen das schlau, nicht? Sie haben sehr viel soziale Distanz, sie machen nicht viel, sie stehen einfach da. 20 Meter Abstand, einige haben Plakate, sie verlangen, sie sagen, dass das Schweizer Volk sei souverän. Aber du weißt ganz genau, der Bundesrat ist souverän. Er kann machen, was er will. Die haben sie schlau gemacht, aber Polizei hat gemerkt und aufgelöst, das finde ich sehr gut. Während den Anfängen, stell dir vor, liebe Schweizer Volk, du würdest in der ganzen Schweiz in kleinen Gruppen überall Mahnwache machen. Für Souveränität, für Verfassung, für Rechtmäßigkeit der Maßnahmen. Das würde unseren ganzen Pandemieplan würde das über den Haufen werfen. Und die zweite Welle wäre auch gefährdet, nicht? Wenn wir sehen da Proteste überall, die ganze Schweiz. Unmöglich. Also, ich bin froh, dass die Polizei sehr schnell eingegriffen hat und die Sache aufgelöst hat. Bleibe frei. Und bleibe bei dir.